Und ja, begrüße alle ganz herzlich zum zweiten Webinar im Rahmen des WebImmug. Schön, dass wieder viele da sind. Mein Name ist David Rödler, ich darf die Webinare moderieren, bin auch Erwachsenenbildner und Uni-Lehrer und ja, beschäftige mich einfach sehr gerne mit diesem Webinarformat. Und ja, jetzt möchte ich begrüßen unsere Runde hier am Podium. Da ist einmal Martina. Martina, sag ein paar Worte zu dir. Ja, hallo, mein Name ist Martina Süßmeier vom Verein CONEDU. Ich bin heute dafür zuständig, Ihre Fragen aus dem Chat, Entschuldigung, dem David zuzuspielen und zu clustern, damit wir das gut strukturiert abhandeln können. Und Lucia ist auch unterstützend mit dabei. Genau. Ich bin auch bei CONEDU dabei und werde Backstage sozusagen den Chat betreuen, vor allem für den Technik-Support. Also wenn es irgendwie Schwierigkeiten mit Ton oder Bild gibt, bitte einfach in den Chat schreiben und dann versuchen wir dem auf den Grund zu gehen. Sehr gut, dann haben wir Peter, ein paar Worte zu dir. Ja, hallo, Peter Rebhofer aus Graz. Ich darf heute alle eure Fragen zum Thema soziale Medien für Bildungseinrichtungen und Bildungsorganisationen beantworten. Aber starten werden wir mit den Tools aus dem Modul 2. Und ja, für die Tools sind da Birgit und Wilfried. Sagt was zu euch bitte. Wilfried zuerst, oder? Gerne, hallo, Winfried Frey, Geschäftsführer von CONEDU und als solcher auch ursächlich mit dem WebImmug verbunden. Und mit Birgit gemeinsam habe ich mir die Tools ausgesucht, die wir Modul 2 vorgestellt haben und dort auch einige Videos dazu gedreht. Und ja, bin heute für Fragen zu diesen Tools von Doodle über XMind, Office Lens und Paul Everywhere auch sozusagen ansprechbar. Freue mich. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Tools sind ja viel diskutiert worden im Forum. Wahrscheinlich gab es auch dann Tool-Diskussionen in der Facebook-Gruppe. Wir würden jetzt gerne ein bisschen Fragen sammeln zu den Tools. Vielleicht könnt ihr einfach im Chat eingeben. Ja, vielleicht Ich kann auch mal kurz die nicht Bühne nur. vielleicht zu Birgit geben. Ah, natürlich, jetzt unmöglich. Birgit, bitte. Danke. Naja, wir werden das einfach kombinieren, denke ich. Ich würde einfach, Dankeschön, einladen, dass ihr schon mal eure Fragen zu den Tools oder auch Diskussionspunkte zu den Tools im allgemeinen Chat stellt. Und währenddessen sage ich noch kurz was zu meiner Person und Rolle im eBEMUG und dem, was wir heute so vorhaben. Also ich bin eben mit Wilfried Initiatorin und selber auch eben Koordinatorin des eBEMUG und wir haben in Modul 2 die praktischen kleinen Tools rund um ein Bildungsangebot vorgestellt. In meinem Fall war das EduPad, Padlet und Wortwolken.com. Wobei wir letztes Jahr noch Word It Out vorgestellt hatten und einfach auf die Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen aus dem Publikum reagiert haben und deswegen heuer ein anderes Wortwolken-Tool gewählt haben. Und wir haben jetzt so in diesem zweiten Webinar ein bisschen eine straffere oder eindeutigere, klarere Struktur als beim ersten, weil wir mehr Inhalt haben. Also wir haben ja beim ersten Webinar noch nicht so viel Inhalt zu besprechen gehabt, weil es wirklich so ein Aufwärm- und Start-Event war und ein Kennenlernen- und Webinar-Ausprobier-Veranstaltung. Und jetzt geht es halt schon sehr darum, dass wir wirklich auch das besprechen, was wir in den letzten zwei Einheiten gemacht haben. Deswegen ist es ja wirklich ganz fein, dass fast alle sich die digitalen Tools angeschaut haben und über 70% sich das Social Media Modul angeschaut haben. Und weil das jetzt eben so ist, werden wir das so machen, dass wir jetzt so nach dieser Vorstellrunde zuerst einen Block haben, einen Diskussionsblock zum Thema die Tools aus Modul 2 und danach möchten wir auch einen Slot aufmachen und euch wirklich einladen, wenn ihr tolle Tools zum Vorstellen habt, die wirklich auch live vorzustellen, wenn ihr wollt, oder euch einfach mit Kamera und Ton freizuschalten und zu erzählen. Zumindest so eine Viertelstunde haben wir uns gedacht, wäre wirklich fein, wenn wir da einfach so in diese Form des Austausches gehen und dann noch
gut Zeit haben, um in einem zweiten Inhaltsblock mit Peter dann die Themen zu den sozialen Medien zu bearbeiten und zu diskutieren. Und da kommen ja jetzt schon viele Fragen, denke ich, rein. Mhm. Und David, darf ich dir zurückgeben, diese Fragen moderiert in die Runde zu spielen, bitte? Natürlich. Doodle wahrscheinlich war das erste, ja, und dürfte es schon allgemein sehr weitgehend bekannt sein. Offenbar keine Fragen zu Doodle. Dann das nächste wäre hier gewesen, Padlet. Da gab es ein bisschen Umstellung leider, dass die Gratis-Version eingeschränkt wurde und das auch ein bisschen kompliziert, ja. diese Einschränkungen unübersichtlich. Also ich darf, glaube ich, weil ich schon länger dabei bin, wesentlich mehr kostenlos machen als welche, die sich erst kürzlich angemeldet haben. Genau, es gibt jetzt nicht wirklich eine kostenlose Variante von Padlet mehr. Außer mit wenigen, die man anlegen darf und dann müsste man löschen, soweit ich weiß. Ist das richtig so, oder? Birgit? Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Also es gibt jetzt noch drei, die man wirklich frei hat. Also man kann mit drei Pads arbeiten, aber nicht mehr, wenn man neu einsteigt jetzt. Und es ist tatsächlich so, dass während des IBMUG-Verlaufs erst diese Änderungen jetzt, also gerade vielleicht drei Tage vorher, weil ein, zwei Wochen vorher war noch alles beim Alten, jetzt diese Änderungen eingeführt worden sind. Und wir konnten jetzt gar nichts anderes tun, als uns währenddessen auch noch ein paar zusätzliche Tools anschauen. Und wir sind auf ein ganz ansprechendes Tool gestoßen, das, also hoppala, Entschuldigung, ich habe da den falschen Link gepostet, und zwar auf Infolio. Infolio wäre so eine gute Möglichkeit, statt Padlet Pinnwände zu erstellen. Allerdings hat es eben auch ein paar Vor- und Nachteile. Also mit Infolio ist es zwar so, dass ich 20 Pinnwände frei habe und es ist sehr einfach zu bedienen mit Drag and Drop, aber und es gibt eine Chat-Funktion nebenbei, aber es müssen sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mitbearbeiten wollen, auch anmelden. Also das ist einfach eine Hürde, würde ich sagen. Nicht optimal, genau. Also mitmachen ohne Anmeldung wäre schon sinnvoll. Vielleicht ja, ein Trick. Ja, können wir mit diesen drei Tools halt noch operieren bei Padlet. Hast du einen Trick, David? Ein Trick für Padlet hätte ich. Ich meine, man könnte sich theoretisch mit mehreren E-Mail-Adressen dann immer wieder drei freie Padlets holen. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht besonders ist nicht optimal, ja. Ja. Hier wird Trello noch ins Spiel gebracht. Mag irgendjemand von euch was zu Trello sagen? Ja, ich glaube Wilfried und Martina hinterm Vorhang, ihr habt gute Erfahrungen damit, wenn ich jetzt so an unsere Runde denke. Vielleicht magst du, Wilfried? Ja, Peter ist, glaube ich, auch Peter Webhofer, ist aus der Trello erfahren. Ja. Es ist lustig, ich war sehr fasziniert, dass Trello in einem Atemzug mit Padlet genannt wurde, weil es für mich total unterschiedliche Anwendungen sind. Wie wollte ich die nachvollziehen? Kann man sammelt mit Karten sozusagen auf einer Art Pinnwand seine Aufgaben und strukturiert sie. Aber Padlet ist für mich viel, sagen wir mal, intuitiver und auch grafisch besser anzuordnen. Ja. Das ist wirklich mehr dieses Feeling von Pinnwand auf das Internet, auf den Browser übertragen sozusagen. Trello ist ja viel strukturierter in der Kartenablage, finde ich auch nicht so übersichtlich, eigentlich gut für Projektmanagement, aber wenn ich jetzt denke an den klassischen Seminarzusammenhang, den wir auch bei Padlet im Auge hatten, so ein quasi die Kartenabfrage in den Browser übertragen, dann würde ich Trello eher weniger nehmen, weil es einfach sehr viel vorstrukturierter ist, auch in der Anordnung der Karten. Das wäre so mein Eindruck. Aber ist durchaus auch möglich, das zu verwenden. Ja, ich sehe, also ich habe den Forum entnommen, dass viele das im Unternehmen im Einsatz haben, dass es dort eine eingeführte Technologie ist. Und das spricht natürlich für diesen Zusammenhang sicher auch dafür, das auch für so einen Zweck auch zu verwenden. Ja, für sozusagen schnell mal einwenden, also ohne viel Vorkonfiguration hätte ich sicher Padlet als intuitiver empfunden und auch empfohlen. Genau, also Padlet würde ich auch als sehr intuitiv empfinden und man kann das super irgendwie als Pinnwand einsetzen. Trello finde ich super, wirklich, wie hier auch geschrieben wird, Projektmanagement, und als Projekt kann man ja zum Beispiel auch eine Kursplanung, einen Kursablauf
verstehen, und ich darf vielleicht ergänzen, also ich verwende Trello sehr, sehr gerne, um einen Kursablaufplan zu erstellen und auch diese Kursplanung gegenüber den Teilnehmenden transparent zu machen. Ja, das funktioniert sehr gut, und dann kann man da hin und her schieben und so, aber man muss angemeldet sein, auch um mitarbeiten zu können. Genau, man muss sich registrieren, um anzulegen, und auch um mitzuarbeiten. Anschauen kann man Trello auch ohne angemeldet zu sein. Fragen zu XMind wäre unser nächstes Tool. Offenbar nicht, oder? Also bislang habe ich noch keine Fragen zu XMind gesehen. Die Wortwolken dürften auch ein... Doch, hier doch. Wortwolken, wie der Neustadt fragt, was passiert mit den Texten, die man in die Wortwolken-Tool einspeist, wo werden diese gespeichert? Mhm. Ja, was habt ihr denn rausfinden können dazu? An die Frage an die Wiener Neustädter Gruppe Elke. Nichts. Nichts. Okay. Wahrscheinlich gibt das Tool da nicht wirklich Auskunft drüber. Ja, es ist tatsächlich so. Also das Tool ist da nicht transparent. Ja. Es sind jetzt keine Detailinfos dazu angegeben. Es ist angegeben, dass man die Clouds frei nutzen darf. Das ist der große Unterschied zu den anderen Wortwolken-Tools. Aber was mit den Inhalten passiert, ist nicht angegeben. Aber man kann davon ausgehen, man nutzt es ja anonym, oder? Man braucht sich ja gar nicht anmelden, glaube ich, um eine Wortwolke zu erstellen. Man muss sich nicht anmelden. Ne? Das ich meine, die IP-Adresse wird mit abgespeichert wahrscheinlich, aber die ist ja nur so halb personenbezogen. Mhm. Genau, Cookies werden abgelegt. Natürlich, also das ist klar, das würde ich sowieso nicht machen. Also ich würde keine, also es ist jetzt auch nicht ein Format, mit dem man in irgendeiner Weise intime Details sammelt, weil das würde man sowieso so nicht machen, oder man würde auch nicht Prüfungsformate in irgendeiner Form mit Wortwolken abhalten, die dann personenspezifische Informationen weitergeben. Also so stellen wir es ja auch nicht vor. Wir stellen es einfach vor als Tool zum Illustrieren von Dingen, mit Einschränkungen auch zum Auswerten von Dingen. Ich fand so nett, im Forum, glaube ich, ist da mal diskutiert worden, dass es zwar hübsch ist oder so, aber dann tatsächlich doch nicht irgendwie auswertbare Ergebnisse liefert. Und dann war irgendwie das schöne Beispiel, man kann einen Text über Liebe schreiben, ohne ein einziges Mal das Wort Liebe zu erwähnen. Ja, das ist richtig. Der Kollege war aber dann ganz zufrieden mit den näheren Informationen, die man zur pädagogischen Nutzung dann noch nach gepostet haben. Also für alle, die das vielleicht näher interessiert, das zahlt sich aus, über Liebe diesen Thread zu suchen im Forum und sich dort noch einmal anzuschauen, wie die Diskussion weitergegangen ist. Ja. Aber natürlich ist es so, ja, man kann, mir hat das auch total gut gefallen, das Beispiel, man kann vieles umschreiben, und es ist keine wissenschaftliche Methode der Auswertung, es ist trotzdem eine grobe Illustration dessen, was semantisch in einem Text passiert. Ja. Also ich kann natürlich, wenn der Text sozusagen von Liebe handelt und es kommt aber 50 Mal das Wort Krieg vor, dann ist das eine ganz interessante Auswertung darüber, wie dieser Text mit dem Thema Liebe umgeht. Ja. Oder ich habe einen Text mal eingegeben aus einer Nachrichtenartikel, und irgendwie hat es dann doch für mich gut den Inhalt illustriert. Ja. Ich fand das sehr lustig, es hat im Forum jemand eine Wortwolke gepostet, die aus unserer Übungsanleitung zu Modul 2 zusammengesetzt war, also die sozusagen die Übungsanleitung hergenommen hat, um eine Wortwolke zu erzeugen, und wie ich das gelesen habe, kam mir das sehr passend vor für unsere Übungsanleitung. Also ja. Irgendein Wort hat mich gewundert, weil man gedacht hat, na, das ist jetzt eigentlich, hätte ich nicht erwartet jetzt. Ja. Vielleicht ist es auch interessant. Das Wort Klicken und Graz hat mich gewundert, aber alles andere war mir klar. Anleitung, ja. Tools, Umfrage, EBMUG, Modul. Ich habe mal kurz die FAQs von Wortwolken.com durchgesehen.
poste den Text hier rein. Da steht nämlich, dass die Datei nur für wenige Sekunden gespeichert wird, um die enthaltenen Wörter zu extrahieren und zu zählen. Und dann wird alles wieder vom Server gelöscht. Okay. Vielleicht noch eine Idee. Man könnte das vielleicht auch verwenden, um Texte irgendwie besser zu machen. Also wenn man irgendwelche Füllworte verwendet, wie in jedem dritten Satz steht eigentlich drinnen oder so, solche sinnlosen, dann würde das vielleicht dann auch erkannt werden und dann groß erscheinen. Mhm. Gut, ich glaube, wir gehen zum nächsten. EduPad, und da habt ihr EduPad.ch ausgewählt. Ich meine, die Grundlage von, genau, es gibt da viele, Etherpad nennt sich die technische Grundlage. Wer steht hinter dem EduPad.ch? Wer betreibt das? Ja, es ist halt eine der vielen Schweizer, also eine der vielen Einrichtungen, die überhaupt der Etherpad betreiben. Mhm. Ich gebe es da jetzt einmal in den Chat. Alle, die das Etherpad Lite betreiben, also man kann sie wirklich einfach anschauen. Man kann sie eigentlich aussuchen. Es gibt da die TU Graz, die ein Etherpad hostet. Man kann sie das eigentlich aussuchen, wo man das nutzen möchte. Wir haben halt einfach eines genommen, mit dem wir selber schon länger arbeiten. Ja. Und theoretisch, wenn ich eine Bildungseinrichtung bin mit irgendwie einer geschickten IT-Abteilung, dann könnte man das ja auch selbst hosten, oder die Basis? Selber hosten, genau. Die Basis wäre Open Source. Basis ist Open Source und man kann selber hosten. Und es gibt Foren, wo das diskutiert wird, wie das geht. Das ist ja, also ja, wir haben es aber nicht empfohlen, weil wir halt einfach uns trotzdem originär an die eher digital ungeübten Kolleginnen richten. Und wenn man selber hostet, dann ist es klar, wo die Daten sind. Dann ist es klar, wo die Daten sind, dann muss man sich das nicht mehr fragen. Und das ist bei Etherpad auch eher relevant, denke ich, als bei Wortwolken, weil bei Etherpad erstelle ich vielleicht einmal gemeinsam einen Projektantrag mit dem Pad oder sonst irgendeinen gemeinsamen Text in einer Gruppe, den ich vielleicht wirklich gern bei mir im Server haben möchte. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Der Vorteil gegenüber Google Docs, fragt Patrick. Na, da ist er schon. Ich kann es am eigenen Server hosten. Man kann es, vielleicht auch noch ein Vorteil, man kann es anlegen, ohne registriert zu sein. Bei Google Docs brauche ich einen Google-Account, um ein Google Drive-Dokument anzulegen. Ich meine, das wäre jetzt der Nachteil von Google Docs. Google Docs hat natürlich viele andere Vorteile. Also das heißt, da ist noch mehr möglich an Textgestaltung zum Beispiel dann. Ich weiß gar nicht, ob man in das Etherpad Fotos reinkriegt. Bilder reinkriegt in das EduPad. Ich habe es ja selber nur für Texte verwendet. Eben, also bei Google Drive kann man sicher weniger Möglichkeiten als Google Doc, aber ich kann eben unangemeldet drauf arbeiten. Ja. Also das Ich will noch ergänzen. Ich verwende auch sehr gern und mit Kollegen, Kolleginnen. Wir sind eigentlich drauf gekommen, weil uns die Dropbox-Versionen letzten Endes irgendwann so sehr genervt haben. Kann man das Passwort schützen? Das kann man ja. Bei Etherpad, ja? EduPad. Okay. Man kann ja aber auch so eine Adresse wählen, die eigentlich nicht erraten werden kann. Und dann geht es schon auch in die Richtung Passwortschutz. Vielleicht noch eine Alternative zu diesen textbasierten Zusammenarbeitsmöglichkeiten ist Paper Dropbox. Ja? Das ist ein bisschen ähnlich wie Google Drive, Google Docs. Und funktioniert das eigentlich. Das hast du schon im Forum gepostet. Das fand ich sehr interessant. Magst du ein bisschen drüber erzählen, David? Weißt du mehr dazu? Ich verwende es. Es ist also ein Teil von Dropbox. Und vom Ergebnis her ist es einfach super hübsch. Es ist viel schöner als Google Drive. Und von der Funktionalität aber ganz ähnlich. Okay, haben wir alle Fragen? Wie kann ich das? Aha, doch, EduPad ist eine Frage. Wie kann ich vermeiden, dass im Sprachkurs ein Teilnehmer die Sprache plötzlich ändert? Weiß ich nicht. Weißt du das jemand? Ich habe das gesehen, das ist gepostet worden im Forum und wir haben das, glaube ich, gar nicht beantwortet, ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es war so eine Frage an die Crowd in die Runde, wo wir uns nicht berufen gefühlt haben. Wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe selber noch nie erlebt.
Ich sehe aber da jemanden, glaube ich, darauf antworten, Oliver tippt und hat vielleicht Erfahrungen dazu. Ich habe das noch nie erlebt und wir haben es auch nicht nachvollziehen können. Okay, ich finde es super, dass hier auch gleich Alternativen empfohlen werden. Open Kultur. Noch nie gehört. Ja, danke auch für den Link. Ich finde das sowieso, also darf ich nur ganz kurz jetzt noch an dem Punkt dazu sagen, weil ich finde, das passt gerade so gut. Ich finde das so sympathisch, was mit unserem IBMU gerade passiert. Das war im ersten Durchgang noch nicht so. Ich habe das Gefühl, er entwickelt sozusagen lose Enden, freie Enden, die uns jetzt auch gar nicht so bekannt sind, wo wir gar nicht genau wissen, also so wie die Webinare oder Begleitgruppe in der VHS-Cloud oder so, wo aber irrsinnig viel an Lösungen generiert wird und einfach neue Dinge dazukommen, wo ihr einfach viele gute Ideen einbringt. Diesmal entsteht auch ganz tolle, große Sammlung an alternativen Tools. Also das ist so fast wie ein bisschen in unserem XMOOC ein kleines C-Ende, das da blüht und gedeiht. Ja. Und ich freue mich ungemein drüber, weil wir kommen jetzt wirklich in diese Rolle als Lernbegleiterinnen, wo wir müssen es nicht besser wissen, wir wissen es nicht besser, wir gemeinsam wissen es besser. Ja. Wir alle gemeinsam haben bessere Ideen. Und ich finde das einfach ganz toll. So soll es sein. Ich glaube auch, meine Teilnehmerinnen sind fitter als ich in vielen Punkten. Und ich finde es schön. Gut. Mag jemand auf Olivers Bemerkung eingehen, bedenklich alle Daten außerhalb der EU zu speichern? Das ist ein schwieriges Thema, da müssen wir mal ein eigenes Webinar drüber machen. Müssen wir ein eigenes Webinar drüber machen? Ja, das mag, also ich sage es trotzdem noch ganz kurz, ja. Es mag auch bedenklich sein, generell zu googeln, einfach so zu googeln, und es mag sehr bedenklich sein, an der Supermarktkasse mit der Karte zu zahlen. Das ist eigentlich bestimmt alles bedenklich. Ganz provokant. Nächstes Tool. Genau, das wäre noch eine gute Frage. Fasse die genannten Tool-Alternativen zusammen. Ja. Da hat Birgit, glaube ich, auch gerade dieses Alternative to reingepostet, was ich auch im Forum, glaube ich, mal gemacht habe. Aber man kann natürlich nochmal spezifischer vielleicht darauf eingehen, auf die Alternativen. Also was wir machen, das kann ich schon dazu sagen, weil es im Hintergrund schon laufend passiert. Mit einem lieben Dank auch an Lucia, die sich ganz toll drum kümmert. Wir sammeln eure Empfehlungen mit den Links zu den Tools und dem, was ihr dazu gesagt habt, und werden am Schluss des EBMOOC wahrscheinlich erst 1 bis 2 Wochen nach Kursende die gesammelte Linkliste posten. Ja, also wir werden sie in der Facebook-Gruppe und auch bei uns unter den Lernunterlagen im EBMOOC selber nochmal veröffentlichen. Also wer nachher noch reinkommt, kriegt das. Wir brauchen halt 1 bis 2 Wochen nach Kursende, damit wir das ordentlich aufbereiten. Aber das ist eh klar. Super. Wir gehen zum nächsten. Office Lens. Finde ich persönlich total praktisch. Wenn es darum geht, was Analoges zu digitalisieren oder zu dokumentieren. Also ein Flipchart, das in einem Kurs entsteht. Eine Frage dazu hatten wir schon. Ist es möglich, die Dateien auch als JPEG abzulegen? Genau, das ist, glaube ich, im Chat schon auch direkt beantwortet worden. Ja, natürlich, also soweit ich das sehe, ist das Standardspeicherformat, das Office Lens verwendet. Wiewohl ich auch sehr schnell diese Datei in ein PDF konvertieren kann oder eben in ein PowerPoint oder ähnliches mit einbinden kann. Das heißt, da sind einige Möglichkeiten gegeben, aber JPEG ist das Standard. Speicherformat des Bildes, und so kann ich es dann auch mehr abspeichern, wohin schicken, nachbearbeiten, verkleinern, wenn ich es brauchen sollte. Also wie jedes andere Standardbild, das ich eigentlich mit der Kamera einfach aufnehme, mit irgendeiner App. Ja. Und wenn ein Format wirklich mal irgendwie nicht vorhanden ist, dann poste ich jetzt hier rein Small PDF, das habe ich auch gelernt im EBMOOC. Genau, habe ich auch gesehen, ja. Hat so super viel. Wir konvertieren das in möglichen Formaten, ja. Ja, Excel zu PDF, ja. PDF zu Excel und also JPEG natürlich auch, da ist also alles Mögliche drin. Genau. Wolltest du, David, noch was sagen zu Alternative to? Weil das haben wir nämlich auch von dir und denke, das ist ein sehr nützlicher Link. Genau, ich tue den Link einfach mal reinposten. Da findet man Alternativen, also da kann ich jetzt eingeben Etherpad zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, den falschen Link jetzt. Ich habe den falschen Link. Bitte den Link wieder. Also
Also meiner ist, den habe ich gerade aus dem Web genommen. Ich habe drunter den. Ja, ich habe den falschen genommen. Also bitte den Link wieder vergessen, der da drin steht. Der richtige ist dieser hier. Richtige war der, den ich gepostet habe. Ja, der zweite ist der richtige. Ich habe jetzt den falschen schnell gegoogelt und das war es dann doch nicht. Ja, also wenn wir zum Beispiel hatten, Etherpad passt aus irgendeinem Grund nicht und dann gibt man ein Alternative to Net und dann sucht man Etherpad und dann kriegt man irgendwie 27 Alternativen vorgeschlagen oder so. Also eine ganze Liste an möglichen Alternativen. Und das crowd-gesourced, also das heißt, da ist eine Community irgendwie auch dahinter, die dort Alternativen sammelt. Wahrscheinlich kann ich man auch Alternativen vorschlagen. Offline zurückkommen, wenn es euch okay ist, was da inzwischen so an Fragen noch da stand, da war zum Beispiel die Frage, wie kann ich aus Office Landschaft Bilder wieder löschen? Das sieht man wahrscheinlich hier nicht so gut, ich kann diesen Schirm jetzt leider hier live nicht teilen, aber es gibt hier oben einfach, wenn ich eine Aufnahme genommen habe, ein Papierkorb-Symbol und mit dem vermag ich auch sozusagen das Bild wieder zu löschen, das ich hier gemacht habe. Ja. Und so geht das ganz einfach. Ja. Und sind die Bilder mal gespeichert in meiner Galerie oder wer auch immer sozusagen das am jeweiligen eigenen Smartphone dann auch heißt, bei mir heißt es Galerie, dann kann ich das Bild dort natürlich auch aufrufen und wieder löschen. Oder wenn ich es in die OneDrive übertragen habe, auch dort natürlich wieder rauslöschen. Das war eine wichtige Frage, denke ich. Sonst habe ich ein paar Kommentare gesehen, die in Richtung Alternativen zu Office Lens auch gingen. Da gibt es ein paar. Ingo zum Beispiel hat hier geschrieben, aber auch Annette Stampfli, dass sie Cam-Scanner auch schon genutzt haben. Ja. Ich bin ein großer Freund von Cam-Scanner. Das ist ein Tool, das hier sehr viel kann, auch noch viel mehr Möglichkeiten auch bietet, als Office Lens zum Beispiel auch mit anderen Cloud-Speichern verbindbar ist, als nur mit dem OneDrive von Microsoft. Wir haben uns damals für eine Demo für Office Lens entschieden, weil es einfach einfacher ist, ganz einfach gesagt, um das jetzt dreimal zu sagen. Einfacher in der Handhabung, mal schneller drinnen und Cam-Scanner ist wirklich komplexer, kann dafür aber auch mehr. Aber mein Tool der Wahl ist in meinem Alltag auch eher der Cam-Scanner, gestehe ich ganz ehrlich. Sehr gut. Das heißt, keine weiteren Fragen mehr zu Office Lens. Offenbar. Doch, Astrid, bitte. Ich erwähne kurz noch den Link, den ich gerade eingegeben habe. Das ist eine sehr gute Sammlung mit einem Ranking, mit einer Reihung der Top 100 Tools von Jane Hart. Ich glaube, Christina hat das auch schon hier oben gepostet, die Übersicht. Und ich habe es nochmal direkt den Link in diese Liste reingeschrieben. Da sind ja vielleicht auch noch tolle Fundstücke dabei. Auf dem iPhone, da kann ich die Dateien nicht aus der Übersicht löschen. Okay. Magst du nochmal dazu was sagen, Wilfried? iPhone, wie schaut es da aus? Wäre mir neu, dass es nicht löschbar ist. Bitte einfach nochmal probieren. Ich habe jetzt leider kein iPhone zur Verfügung, um es zu testen. Es würde mich auch wundern, weshalb ein Tool sozusagen das Löschen verhindern sollte. Bitte einfach nochmal probieren, kann ich jetzt da doch nicht beantworten. Ja. Super, das heißt, wir haben jetzt die Tools, die im Modul 2 vorgestellt worden sind, nochmal nachbesprochen, versucht dazu Fragen zu beantworten. Birgit hat ja gesagt, dass es so toll ist, dass da so viel Austausch passiert und jetzt wollen wir euch auch noch ein bisschen Raum geben für diesen Austausch. Darf ich nur kurz noch eine Frage beantworten, die da noch schön dazu passt und die ich da gerade sehe. Wir haben ja gesagt, wir werden die gesammelten Links veröffentlichen und diese Frage da, Petra fragt uns, werden die gesammelten Links eigentlich von euch getestet, bevor ihr sie zum Ende als Sammlung veröffentlicht? Innerhalb von 1 bis 2 Wochen wird sich das nicht ausgehen, aber ich träume natürlich davon, dass unser Fördergeber, unsere Fördergeberin mithört und ich würde nichts lieber tun, als die Tools testen und
auch unter diesen Sicherheitsaspekten testen, die jetzt in den letzten Wochen so intensiviert diskutiert worden sind. Das heißt, wo können wir wirklich in der Erwachsenenbildung auch Tools anbieten, die einfach an erhöhten Ansprüchen an sicheres Hosting oder sicheres Arbeiten gerecht werden und die Tools dann testen und vorstellen. Also sozusagen, ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube, es wird sich nicht in 1 bis 2 Wochen ausgehen und ist in unserem momentanen Budget nicht möglich. Mhm. Aber sobald es erweitert wird, liebend gern. Paul, David, sorry. Paul Everywhere war noch offen. Da hatte ich keine Frage dazu jetzt registriert oder zugespielt bekommen von Martina. Aber wer dazu etwas noch wissen will, dann bitte gerne. Sonst, genau, übrigens unsere Geldgeber sieht man auch unten in der Logo-Leiste, unterm Chat. Ja, das sind alle die da irgendwie mitzahlen. Also da geht es um Begrifflichkeiten. Möglicherweise. Also Stefanie schreibt dazu Paul Everywhere, ich fand das nicht so übersichtlich, konnte nicht einsehen, wo die Fragen einsehen, wie der Endnutzer sie sieht. Da gibt es die Möglichkeit sozusagen einer Vorschau, sowohl in sozusagen meiner Browseransicht zum Paul Everywhere selbst habe ich rechts von der Umfrage, die ich gestalte, die Möglichkeit, so eine Seitennavigation auszuklappen und dort auch eine Vorschau für mich anzeigen zu lassen. Eine fiktive, dann sehe ich, wie sieht das am Smartphone aus, wie sieht es am Browser aus. Ja. Aber ich kann natürlich auch einfach die Umfrage freischalten und für mich selbst auf einem anderen Gerät gegenprüfen, ja, um das einfach zu sehen, wie das aussieht. Das klappt dann ganz gut, dass man sich das vorstellen kann. Aber eigentlich genügt die Vorschau, die ich direkt rechts neben der erstellten Umfrage mir aufrufen kann. Mhm. Ja, das ist noch gut, Ingo, Teilnahme per SMS, weil das ist irgendwie eine spezielle Nummer offenbar, an die das geschickt wird. Brauchst du das dann? Also nach den Informationen, die Paul Everywhere selbst veröffentlicht, kostet das nicht mehr als jede andere SMS in meinem Tarif. Das heißt, wenn ich einen Standardtarif habe mit 1000 SMS, dann zahle ich dafür auch nichts mehr. Paul Everywhere verwendet auch Landesnummern. Also wenn ich hier aus Österreich Paul Everywhere verwende, dann habe ich zum Beispiel eine 0676 Vorwahlnummer, die auf das Netz von T-Mobile verweist. Ja. Und da entstehen keine Zusatzkosten. Mhm. Annette, ich wollte nach der ersten Veröffentlichung noch eine Frage hinzufügen. Das hat alles gelöscht. Oje. Das nachträgliche Ergänzen nicht möglich bei Paul Everywhere? Also doch, sollte es sein. Kann ich leider nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Grundsätzlich kann ich jede Umfrage auch umgestalten. Natürlich, während die Umfrage läuft, kann ich es nicht tun. Ja, das heißt, wenn ich sie offen habe und meinen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt habe, zur Teilnehme, dann kann ich sie natürlich nicht bearbeiten. Ich muss sie vorher schließen, die Teilnahme sozusagen auch beenden, dann kann ich es nachbearbeiten. Dabei gehen dann natürlich aber auch die gesammelten Daten verloren. Ja, sprich, ich beginne wieder bei Null. Ja. Was ich ganz gern mache bei Paul Everywhere ist einfach die Umfrage, die ich erstellt habe, wenn ich sie bearbeiten möchte, einfach nochmal zu kopieren und neu anzulegen und am neuen Namen abzuspeichern und dann zu editieren. So bleibt mir der alte Stand erhalten und ich kann eine neue, veränderte, optimierte, ergänzte Version einfach auch anlegen. Sehr gut, Annette bedankt sich. Aber ich glaube, damit haben wir es, oder? Die Liste unserer Tools, die Fragen, glaube ich, sind besprochen. Jetzt würden wir euch gerne noch ein bisschen Zeit geben, Alternativen vorzustellen oder Tools, die ihr kennt, die ihr gut findet. Und das gerne im Chat. Oder auch, wer die virtuelle Hand hebt, darf, wir können auch probieren mit Mikrofon und Kamera. Ja, also ihr habt ganz oben gibt es so eine Handhebefunktion. Genau, der Patrick empfiehlt noch Kahoot. Ist im Bildungsbereich weit verbreitet. Aber das kann nicht alles gewesen sein. Was habt ihr noch im Einsatz? Ich meine, vielleicht mag jemand was herzeigen. Ja, man kann auch zeigen, theoretisch über Bildschirmfreigabe hier in Adobe Connect. Aber auch
was erzählen. Was macht denn Kahoot? Wer mag denn dazu kurz was sagen? Sonst können wir ein bisschen dazu erzählen. Also Kahoot, denke ich, ist jetzt ja schon bei vielen Veranstaltungen im Einsatz. Was ist denn da auch so die Erfahrung von euch bei der Arbeit mit Kahoot? Habe ich ja meistens vier oder eigentlich immer, muss ich mich reduzieren auf vier Antwortoptionen. Also ich arbeite auch sehr gern mit Kahoot, weil es wirklich sehr eingängig ist. Es ermöglicht den Teilnehmern einfach wie ein Klicker in einem großen Auditorium auch einfach Fragen zu beantworten und das wird dann sofort sichtbar. Ich habe aber immer vier Antwortmöglichkeiten zu geben. Das finde ich schon sehr einschränkend in der Bildungspraxis. Mich würde das interessieren, wie es euch damit geht, weil es lassen sich nicht alle Fragen auf vier Antworten zuschneiden. Also da empfinde ich das Patrick, sehr meint, dominant. Patrick, man kann auch weniger. Ich habe Patrick jetzt mal Mikro und Videorechte gegeben. Vielleicht kann Patrick einfach selbst kurz erzählen. Ich hoffe, es funktioniert mit Ton und Bild, wie er es einsetzt. Das würde mich interessieren. Ah, Patrick hat kein Mikro dran. Nein, er hatte kein Mikrorechte, glaube ich, von mir. Achso, jetzt schreibt er, er hat kein Mikro. Na, dann kann er nicht sprechen. Rechte schon, aber das Mikro nennt er. Okay. Wird dazu eher ungeeignet. Es gibt noch ein eingebautes Mikro. Eingebaute Mikros gibt es auch auf vielen Rechnern und Notebooks. Genau. Ich werde einfach probieren, ob was kommt, ob ein Ton kommt. Genau, die Begleitgruppe Wiener Neustadt mit Elke schreibt, bei Jugendlichen anstrengend, da es so einen Wettbewerb dann gibt. Ja. Da hat man einen Teilnehmer den Vogel raus, das glaube ich schon. Es erzeugt einen gewissen Zeitdruck. Ja, ich glaube, man muss wahrscheinlich gut überlegen, wie und wo man es einsetzt und dass es dann nicht irgendwie eine verschulte Atmosphäre vielleicht auch rauskommt dabei. Aber vielleicht gibt es noch irgendwie alternative Geschichten, noch irgendwie coole Tools, mit denen der oder die eine gute Erfahrungen gemacht hat in der Erwachsenenbildung, naheliegenderweise. Ja, natürlich auch Alternativen. Ich meine, sonst ist noch eine gute Frage. Ich meine, es kommt so viel immer und alles ändert sich. Es ist also Teil natürlich von Internet. Christina hat irgendwo mal hier gefragt, wie bleibe ich bei den vielen Tools am aktuellen Stand? Das ist vielleicht eine gute Überleitungsfrage zum Thema Social Media, gell? Weil die sozialen Medien helfen dabei sehr, am aktuellen Stand zu bleiben, was die guten Tools betrifft. Wir sind 80 Leute hier, ich finde das super. Vielleicht können ein paar davon verraten im Chat, wie bleibt ihr auf dem aktuellen Stand bei so vielen Tools? Oder wie entdeckt ihr Neues, das ihr dann in eure Praxis irgendwie übernehmt. Genau, hier gibt es jetzt auch noch ein paar Empfehlungen. Ilias als Lernplattform, Leap kenne ich nicht, Quizzes kenne ich auch nicht. Quizzes war jetzt schon vor meinem Forum sehr gelobt, gell? Ja, sollten wir uns ansehen. Training aktuell stellt regelmäßig neue Tools vor. Genau, vielleicht Patrick da noch einen Link mit reinposten. Ja, Facebook-Gruppe DAF Lehrer Online. Also wäre super, wenn ihr jetzt dort Empfehlungen habt, wie man ein bisschen diese Landschaft mitverfolgen kann, dann gerne da den Link reinposten. Ich meine, Scoop-It gibt es natürlich unglaublich viele Sammlungen. Ja, mit Scoop-It kann man auch eine Art Linksammlung anlegen. Wäre auch super, Pascal, wenn du da verraten könntest, welche Scoop dort. Ja. Genau, Newsletter abonnieren.
Facebook-Gruppen, finde ich auch. Ja. Wichtig. Informiert sich eigentlich jemand auf Twitter? Das ist auch schon ein bisschen Überleitung jetzt dann in Richtung Social Media. Ja, den, sagen wir mal, da können wir dann gleich noch drüber sprechen. @Chat auf Twitter. Ein Twitter. Morgen wieder. Twitter-Chat für Lehrende. Aha, Twitter gibt mir gar nichts. Moment, Dani. Slack ist auch eine Möglichkeit, ja. Verwendet jemand Google Alerts für sowas? Bringen euch die was? Wäre auch denkbar, ja. Google Alerts? Twitter als Lerntool, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir leiten jetzt dann Richtung Social Media über, oder? Das passt jetzt, genau. Peter. Peter, was hast du, vielleicht erzählst du ganz kurz, was du gebracht hast in dem Social Media Modul. Also wir haben so drei große Teile dort besprochen. Das eine, wie kann man soziale Medien für Bildung einsetzen, überhaupt als Bildungseinrichtung einsetzen, das war so eher das generelle Modul. Dann, welche Bestandteile hat eine Social Media Strategie, die die Voraussetzung dafür ist, dass sie soziale Medien einigermaßen sinnvoll einsetzen kann, also sozusagen die Beschäftigung mit sozialen Medien als Basis vor dem Tun. Und der dritte Punkt war die Möglichkeit, Facebook-Gruppen als Lernräume zu nutzen. Das waren so diese drei großen Bereiche. Gut, dass wir so ein bisschen einen Überblick bekommen. Dazu gibt es wieder eine kurze Umfrage. Ja, wir hatten ja auch schon eine kritische Frage dazu, so warum nehmen die sozialen Medien im EBMOG so viel Raum ein? Also wobei es aus unserer Sicht gar nicht so ist, dass sie überdimensional viel Raum einnehmen, aber wir kennen natürlich alle 6 Module. Und da nehmen sie so den Raum ein, von dem wir meinen, dass sie ihn einfach auch in der Erwachsenenbildungspraxis sinnvoll einnehmen können. Sollte ich da vielleicht ein bisschen ergänzen? Das Warum, denke ich mir, hat zumindest 4 Facetten. Das eine, ganz, ganz wichtige ist, soziale Medien sind Bestandteil unseres Lebens und unserer Kommunikation geworden, komplett normal, normaler Bestandteil geworden. Und als solcher sind sie natürlich auch ganz, ganz wichtiger Gegenstand von Bildung insgesamt. Also auch die Frage, wie setzen wir soziale Medien ein, worauf müssen wir aufpassen, wo gibt es Entwicklungsbereiche, die wir als Gesellschaft lernen müssen und thematisieren müssen, ist aus meiner Sicht ganz zentraler Punkt von Erwachsenenbildung. Also das Thema an sich, da geht es jetzt gar nicht darum, nutze ich als Organisation das oder nutze ich es als Lernraum, sondern das Thema an sich und die Auseinandersetzung an sich ist schon Inhalt von Bildung. Zweiter Punkt, soziale Medien sind natürlich in den letzten Jahren zu einem ganz, ganz wichtigen Informationsbereich geworden. Also um es so salopp auf den Punkt zu bringen, ich beziehe ungefähr 80% meiner Informationen aus Twitter. Und das deshalb, weil ich dort Menschen folge, die interessante, spannende Dinge sagen können. Das heißt, diese eher passive Nutzung von sozialen Medien im Bildungsbereich als Informationsquelle, als Inspirationsquelle halte ich für sehr, sehr wichtig. Dritter Punkt heißt die Darstellung. Ich kann mich natürlich auch in sozialen Medien als Bildungsanbieter, als Experte, Expertin mit bestimmten Themen positionieren und darstellen. Da kommen wir in dieses Thema Social Media für Marketing und Darstellungszwecke nutzen
und die Königsdisziplin, ich habe das auch versucht, so ein bisschen im Video darzustellen, heißt natürlich letztendlich Kommunikation und Dialog mit meinen Zielgruppen, mit Teilnehmenden, mit Lehrenden, mit Partnern, mit anderen Einrichtungen, also in Dialog zu treten. Und insgesamt denke ich mir, nachdem ich mich doch schon sehr lange Zeit mit dem Thema beschäftige, das Thema ist trotzdem noch sehr, sehr jung. Wir haben die Technologie und wir sind jetzt gerade drauf und dran, sozusagen die soziale Innovation dahinter zu lernen, nämlich wie gehen wir mit sozialen Medien so um, dass sie das Leben erleichtern, dass sie Dinge ermöglichen, und das müssen wir momentan ziemlich hart lernen, wie auch so sogenannte Skandale, die so aufgespielt werden momentan, zeigen, da haben wir ein riesen Lernfeld. Ziemlich große Herausforderung für die Erwachsenenbildung, würde ich meinen. Okay, ich meine, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt hier. Ich finde, das, du hast es schön jetzt so zusammengefasst, unterschiedliche Aspekte. Patrick fragt hier, sollte ein Honorardozent, also jemand, der in der Erwachsenenbildung selbstständig tätig ist, in Social Media präsent sein, um Aufträge zu bekommen? Ja, also Social Media ist jetzt keine Wundermaschine für Aufträge, aber grundsätzlich ist es kein Nachteil, dort präsent zu sein. Warum? Weil Menschen natürlich nach bestimmten Themen in sozialen Medien suchen und weil man dort natürlich auch mögliche Kundinnen, Auftraggeber etc. finden kann. Aber, und das ist die ganz, ganz große Einschränkung, es gibt den schönen Spruch, mach es gut oder lass es, mach es mit Leidenschaft oder lass es, wenn man es leidenschaftslos tut und sozusagen dieser Kanal keine große Bereicherung und Freude bereitet, dann rate ich zunehmend auch sozusagen, man kann auch ohne soziale Medien wunderbare Aufträge kriegen und ein gutes Leben führen. Peter, ich weiß nicht, bist du eigentlich auch eingegangen auf Weblogs, Blogs als? Nur peripher. Okay. So gesehen. Okay. Vielleicht beantworte ich kurz. Meine Meinung dazu wäre, zur Frage von Patrick, ich glaube, es kann sehr sinnvoll sein, ein eigenes Weblog zu führen, um zum Beispiel dann in Google gefunden zu werden mit dem Thema, über das man schreibt. Ja. Und das irgendwie halt als Online-Präsenz zu haben, um dort Referenzen zu zeigen oder zu erzählen, was man tut. Mhm. Ich greife diese Frage auf, weil diese oft gestellt wird, wie integriert man das in den Arbeitsablauf? Ich denke mal, da hat man auch sehr viel gelernt in den letzten Jahren. 24 Stunden online auf Facebook zu sein, zeugt nicht gerade von einer guten Balance. Ich kann vielleicht so ein bisschen erzählen, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe, nachdem ich da alle Lernphasen durch habe. Ich habe soziale Medien sehr stark beschränkt auf bestimmte Zeitslots. Also für mich ist in der Früh ins Büro kommen, mal so der Blick über soziale Medien zu werfen, Blick über Twitter zu werfen und das Gleiche am Abend, wenn ich das Büro verlasse. Ich versuche ganz, ganz stark alle Benachrichtigungsfunktionen, piepsenden Accounts irgendwie zu vermeiden, weil die einen natürlich wunderbar von der Arbeit abhalten und man kann 2 Tage auf Facebook sein, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich finde es trotzdem immer total interessant, wir haben so im Unternehmen so diese mittlerweile auch eine Skype-Gruppe eingerichtet, wo wir uns gegenseitig Fundstücke aus sozialen Medien schicken, und da ist es in der Früh immer, dass ich da mindestens 2 spannende Dinge finde, wo ich mir denke, Wahnsinn, dass es zu den Themen so interessante Dinge gibt. Aber der Tipp wäre es tatsächlich, sehr zu beschränken auf bestimmte Zeiten und ganz, ganz stark darüber nachzudenken, wo bringt mir das was und wo ist es sozusagen Zeitvertreib und haltet mich vom Laufen oder sonstigen Dingen ab. Mhm.
Hans-Peter Ott fragt, und da geht es jetzt um den Einsatz von Facebook in wirklich im Kurskontext, also nicht zur Information oder Selbstdarstellung, das sind wirklich zwei andere Themen. Kann man von Kursteilnehmenden verlangen, dass sie bei Facebook einen Account öffnen und dann eben in Facebook mitdiskutieren können? Wie gehst du damit um in eigenen Angeboten? Gar nicht. Also immer die Nutzung von sozialen Medien heißt immer freiwillig. Es gibt dann immer so Gruppen, wo es Menschen gibt, die sagen, wir wollen das nicht nutzen, da muss ich die Kommunikation auf allen anderen Wegen auch sicherstellen, insbesondere wenn man Facebook-Gruppen nutzt. Es gibt dann auch die Geschichte, dass man sagt, man nutzt Facebook tatsächlich nicht. Insbesondere jetzt, nach Bekanntwerden oder nach Diskussionen von diesen Skandalen, rate ich sehr, einfach mit den Gruppen darüber zu reden, wie man das nutzen kann, warum man das nutzen kann und auch die Freiheit der Einzelnen ganz stark zu respektieren, soziale Medien nicht zu nutzen, also keine Facebook-Accounts anzulegen. Es gab dann einmal eine Zeit lang die Möglichkeit, das mit so Dummy-Accounts zu machen. Davor rate ich auch eher, weil das wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich, dann weiß man nicht, wer in diese Dummy-Accounts einsteigt. Also da kann man auch dann zu Mail zurückgreifen oder zu sonstigen Kommunikationsformen. Und es würde auch gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen, das heißt, man kann rausgeschmissen werden und dann hat das auch wieder keinen Wert wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich habe da, ohne jetzt da was dazu zu sagen oder zu schreiben, einen Link gepostet, der führt zu einem Artikel, den wir mal auf Erwachsenenbildung.at veröffentlicht haben, zu diesem Thema der digitalen Selektivität und knüpft dort an, Peter, wo du sagst, du gehst da zweimal am Tag rein oder so und hast da deine Zeitslots, aber die übrige Zeit nicht. Und ich denke, also wir handhaben das hier bei uns im Conedo-Team generell, also in unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlicher Form, wie wir das gestalten, aber auch so, also dass wir halt einfach nicht permanent online sind und dass wir wirklich gezielt auswählen, wo sind wir dabei, wo sind wir nicht dabei, was rezipieren wir, wer deckt was ab und wann. Also teilweise sogar bewusst aufgeteilt, ja, wer macht was wann und checkt was wo, sodass wir in Summe im Team die wichtigen Dinge mitkriegen, aber nicht ständig alle bepiepst werden und irgendwelche Messenger also einstürmen. Ich empfehle da auch immer zum Beispiel die Anitra Eckler, anitraeckler.com, sie bezeichnet sich selber als gut bezahlte Digitaltherapeutin mittlerweile, die so den Umgang mit sozialen Medien, den wir lernen müssen, ein bisschen beschreibt. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich bis auf Twitter und Instagram eigentlich alle sozialen Medien von meinem Smartphone verbannt habe, wie dort auch keine Mails zu finden sind. Also ich habe versucht, das auch irgendwie wegzukriegen und sozusagen die Zeiten, wo das genutzt wird, tatsächlich als Recherchezeit und als Kommunikationszeit für Unternehmen zu sehen. Mhm. Wobei du da jetzt bestimmt einige von unseren Zuhörern, Zusehern schockierst. Ja, bestimmt. Das ist auch gut so. Wenn du das sagst, ja. Wenn du das sagst. Ja, also denkt man, dass diese Entwicklung folgte dieser typischen Glockenkurve und wir sind in dieser Phase der überzogenen Wünsche an soziale Medien, wo wir alle gedacht haben, dass die Welt ein viel, viel besserer Ort wird, jetzt sozusagen ein bisschen drüber und lernen, das Ding zu integrieren und auszuhandeln, wie wir mit sozialen Medien umgehen. Nichtsdestotrotz ist es eine riesen Inspirations- und Wissensquelle und Austauschquelle, wo man Dinge holen kann, die man sonst oft sehr schwer kriegt. Also nicht völlig verbannen, sondern gezielt einsetzen, wenn ich die richtig verstehe. Entschuldige, Wilfried, du wolltest was sagen dazu. Ich würde auch den Spießen mal umdrehen, ja. Nicht nur sich was holen zu wollen, sondern ich finde das eine gute und hilfreiche Grundhaltung im Umgang mit sozialen Medien oder dabei anfangen, sich das sozusagen in den Berufsalltag zu integrieren, ist die, zum Beispiel in Facebook sich anzumelden und zu überlegen, was habe ich zu sagen.
Also was steuere ich bei und nicht, was hole ich mir dort? Ja, weil sonst bin ich sozusagen in ewigen Streams unterwegs, die ich verfolge und viele Posts, die ich lese und Links, die ich klicke und dann komme ich nicht mehr raus. Das passiert auch mir, ja. Aber hin und wieder mal in die Haltung zu gehen, was habe ich denn zu sagen, dann ist man viel schneller fertig. Manchmal führt es dazu, dass man was Interessantes sieht und teilt und das ist das, was man tut und was man sagt sozusagen. Ja. Und man geht dann wählerischer vor. Das finde ich eine ganz hilfreiche Grundhaltung. Ja. Das kann ich nur unterstreichen, hat allerdings die Herausforderung, dass man wirklich was zu sagen haben muss. Und, weil ich das gerade gelesen habe, mit den Wolken oder Clouds oder Bubbles, die entstehen, ja, das ist eine Riesenherausforderung momentan, dass soziale Medien sozusagen auch mit bestimmten Algorithmen uns zuspielen, wen wir so gerne folgen und so weiter. Und da gilt es ganz, ganz bewusst, die schwachen Netzwerke aufzusuchen. Also ich mache das immer wieder beispielsweise auf Twitter ganz gerne, dass ich dort Menschen folge, die, die ticken eine Spur anders als ich oder die sind in Bereichen, wo ich gar nichts verstehe unterwegs. Also wir haben das sehr lange Zeit im Bereich der Innovation gemacht, wo wir dann so technischen Innovationsnerds gefolgt sind und dort kommt man auf total spannende Menschen und total spannende Themen immer wieder mal, die unterkommen. Also ganz bewusst auch zu schauen, wo gibt es vielleicht Nischen, in denen ich als Organisation oder Person momentan noch wenig drinnen bin und die sich auch digital vernetzen. Ein Tipp vielleicht auch noch über Sprachgrenzen, wenn man andere Sprachen versteht, hinausschauen und einfach Internationales auch beobachten. Da kann man, glaube ich, auch ganz viel lernen. Ja, viele, viele Anmerkungen im Chat. Das ist gar nicht so leicht, das alles so jetzt hier klar zu strukturieren. Du hast einen Link reingepostet zur Datenschutzgrundverordnung. Ich meine, das ist ein irrsinnig weites Feld. Aber was ist vielleicht kurz gesagt deine Meinung, was wird sich da ändern, wenn die jetzt dann Ende Mai in Kraft tritt? Also da geht es jetzt ganz stark darum, auch um Beschäftigung damit. Diesen Link, den ich gepostet habe, der zeigt so ein bisschen, welche Dimensionen auch diese Datenschutzgrundverordnung und soziale Medien hat. Insbesondere wird ganz, ganz häufig dieses Problem mit WhatsApp diskutiert, wo es offensichtlich noch keine wirklich mir bekannte gute Lösung gibt. Google wird immer wieder auch diskutiert, darf ich einen Google-Kalender nutzen? Das darf man offensichtlich. Und über die sozusagen Einbindung von Social Media auf der Webseite muss man, also wenn man eigene Social Media Plugins auf der Webseite einbindet, dann muss man diese auch entsprechend auf der Webseite in der Datenschutzerklärung veröffentlichen. Der Rest, denke ich mir, war oder ist ganz, ganz viel alte Social Media Guideline, Dinge nicht zu posten, für die man keine Rechte hat, darauf aufzupassen, dass man Kundenfotos nicht entsprechend instrumentalisiert. Ich finde diesen Link von der Wirtschaftskammer diesbezüglich relativ aufschlussreich, wobei mir trotzdem irgendwie so ein bisschen noch, ich habe da immer wieder den Eindruck, das wird sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Also an diesem Thema heißt es dranbleiben. Sehr gut. Wird leider ein bisschen kompliziert, glaube ich. Kompliziert. Ich habe da jetzt mal zwei Links gepostet im Chat. Es gibt einen MOOC zur Datenschutzgrundverordnung auf iMOOC, der in Kürze startet. Und es gibt auch ein Webinar am 7. Mai, also einen Web-Talk am 7. Mai, wo es einfach beides speziell auf die Bildungslandschaft bezogen und der Web-Talk eben speziell für die Erwachsenenbildung mit einem Juristen und Experten dafür, der auch Fragen beantworten kann, falls das näher interessiert. Aber zwischendurch. Kommt demnächst. Ich finde interessant, Josef sagt hier, dass wirklich diese Kommunikation
Ist jetzt gar nicht, passiert hauptsächlich aber auf Social Media und nicht in irgendwelchen Moodle-Foren, weil die oft so, ich meine, ich finde es ja auch ganz wichtig, dass das kommuniziert wird und dass sich Kursteilnehmende selbst organisieren und das passiert dann eben einfach über das, was genutzt wird und das ist WhatsApp oder Facebook-Gruppen. Und ich habe Peter das eh schon gesagt, dieses Selbstorganisierte ist ja eigentlich auch so wertvoll und dann zwingt man ja niemanden in die. Also ich denke mal, das ist wichtig, sich auf der Ebene einer Bildungsorganisation mit dem auseinanderzusetzen, sowas auch zu haben wie eine unter Anführungszeichen digitale Strategie für seine Bildungseinrichtung, wo man definiert, wie gehe ich selber mit sozialen Medien oder Digitalisierung um und wie gehe ich in Bezug auf die Beziehung mit meinen Kunden damit um. Und eben der ganz, ganz große Vorteil ist es, meine Kunden nutzen soziale Medien, sie sind meistens dort vernetzt und mit einem Klick erreichen sie meine Lerngruppen oder meine Online-Botschaften. Das ist der ganz große Vorteil mit allen, unter Anführungszeichen, auch Nachteilen, die soziale Medien mit sich bringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke mal, auch da gilt es, nicht Dinge zu verkaufen oder Heilsversprechungen zu machen, die so nicht stattfinden, sondern deswegen ist diese Social Media Strategie so unerlässlich, dass man sich als Organisation damit auseinandersetzt und notfalls auch sagt, diese Art der Kommunikation passt so gar nicht zu uns als Unternehmen. Und wir stellen das mal 2 Jahre weg. Wo ich immer ein bisschen warne, ist, sich mit Dingen nicht zu beschäftigen und sie dann zu verteufeln. Mir erlebt es gerade so irgendwie, jetzt kommen ganz viele Organisationen, die sagen, wir sollten jetzt auch auf Facebook sein, weil jetzt sind wir die Letzten. Und dann hat man blöderweise auch in den Organisationen niemanden mehr, der einen Funken Leidenschaft hat. Und da wird das oft ein bisschen wild, weil die Mitarbeiter halt oft da auch schon die eine oder andere Enttäuschung eingefahren sind. Also man kann dann drüber reden und es weggeben, wenn man sagt, das passt nicht, wenn man sich tatsächlich mit dem Medium oder mit den Möglichkeiten gut beschäftigt hat. Aber gerade wenn es darum geht, die Dinge als Lernmedium zu nutzen, habe ich oft das Gefühl, der schöne Weg ist der oder der ansprechende Weg ist der, wenn die Lernenden das haben wollen oder fordern. Nicht? Also das gibt es ja immer wieder, dass die Lernenden sagen, wir sind auf Facebook, können wir nicht eine Facebook-Gruppe machen dazu, ja? Oder so wie, ich meine, das ist jetzt kein soziales Medium in dem Sinn, aber bei YouTube habe ich das so erlebt in dieser Geschichte, wo ich auf einer Weiterbildung war zu offenen Bildungsressourcen für die Basisbildung und habe dort verschiedene Dinge vorgestellt und dann erzählt mir eine Basisbildnerin, dass ihre Lernenden so komisch, die war also in einem abgelegenen Gebiet in Niederösterreich, dass ihre Lernenden so schnelle Fortschritte machen und sie weiß nicht warum, weil die reden ein bisschen anders Deutsch, als sie ihnen das unterrichtet oder zeigen will und sie kommt dann drauf, dass die das alle von YouTube, also aus YouTube-Videos lernen und ist dann selber motiviert und kommt zu mir und sagt, wie kann ich mit YouTube und wo finde ich da und wie kann ich und wie machen die das, um es besser zu wissen, um ihren Leuten in der Gruppe helfen zu können. Ja. Das fand ich so faszinierend, weil da kam dann eine große Motivation zustande, ja, sich auch wirklich auf das Medium einzulassen. Also nicht, weil ich sollte, sondern weil die Lernenden dort sind. Ja. Ich poste jetzt vielleicht noch kurz rein, ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben. Ich habe auf Anregung einer Teilnehmerin im Forum versucht, einmal so diese unterschiedlichen Plattformen zusammenzustellen. Da ist nämlich, weil du jetzt YouTube gesagt hast, auch YouTube dabei, mit der Bitte, das ist ein offenes Dokument, mit der Bitte, das einfach auch zu ergänzen, um die eine oder andere Facette. Das wäre so der Link. Ich finde eine interessante Frage auch von Marina, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man soziale Medien für Bildungszwecke, also auch für kursinternen Austausch einsetzt? Ich versuche es vielleicht als ein Beispiel von mir selber zu machen. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ist eine Urheberrechtsverletzung gewesen vom Karl Valentin, ein Karl Valentin-Zitat. Das ich gepostet habe und das mir ungefähr 2000 Euro gekostet hat, Urheberrechtsverletzung, wunderbares Businessmodell im Hintergrund. Also Dinge zu posten, die einem nicht gehören und die man nicht weiter teilen und posten kann, das ist aus meiner Sicht
eine sehr schnelle, schlimme Erfahrung, die passieren kann. Mhm. Da muss man gut aufpassen, aber ich glaube, da habt man auch schon in den letzten Jahren ein bisschen was gelernt darüber. Also Urheberrechtsverletzung wichtig. Zweiter Punkt, was passieren kann, ist, wenn man zu nachlässig mit Privatsphäre-Einstellungen umgeht und sich sehr lange Zeit, es passiert oft, dass man so Profile anlegt, weil es halt wichtig ist oder weil das alle machen und dann vergisst man, dann gibt es so Veränderungen und plötzlich ist das ganze Profil offen und es werden Dinge nach außen gespielt, die eigentlich nicht nach außen gehören. Was kann noch passieren? Passieren können all sinnloseste Beschimpfungen oder Eskalationen, wenn sich jemand beschwert über die Qualität von irgendwas, wobei mir das auch in den letzten Jahren, was denn David, ob du da Dinge kennst, aus dem Bildungsbereich eher wenig untergekommen ist. Kursintern geht man ja üblicherweise sehr freundlich miteinander um. Also ja. Ich kann mich an sowas überhaupt nicht erinnern. Außer die Medien registrieren es, ne? Dann kriegt das oft ja. So ein Turbo. Ich würde ganz gern auch nochmal auf Twitter zu sprechen kommen. Wir haben sehr viel jetzt über Facebook gesprochen. Twitter ist nämlich insofern interessant, als man, nein, kann man nicht mehr leider. Ich glaube, man kann ohne Anmeldung nicht mehr suchen, oder? Man muss sich mittlerweile auch anmelden. Ah, genau, richtig. Mhm. Das hat sich leider geändert. Aber trotzdem vielleicht nochmal, Peter, verfolgst du auch diese Ad-Chat-Treffen, mhm. diese Ad-Chat-Twitter-Treffen? Du hast den Link, glaube ich, eh schon oben. Ich habe den Link schon gepostet. Das ist zwar meistens Schulbildung, aber da kann man sich viel abschauen. Mhm. Ja, die treffen sich jeden Dienstag auf Twitter und diskutieren dort verschiedene Bildungsfragen. Und zweitens kann man auch auf Twitter wunderbar bestimmte Stichworte beobachten. Also wenn man sich besonders interessiert für eine besondere Methode oder so, dann kann man dort automatisierte Suchanfragen eingeben. Also Twitter gehört eigentlich zu meinen, das ist so ein Stück meine Morgenzeitung. Über zwei ganz wesentliche Geschichten, nämlich über das Folgen von Menschen, die in bestimmten Bereichen spannende Dinge zu sagen haben und über Hashtag oder die Twitter-Suche, wo man nach bestimmten Begriffen suchen kann. Ich verwende das sehr, sehr gern auch in der großen Version des Tweet-Tag. Das ist so eine Möglichkeit, eigene Suchspalten zu definieren und man kriegt die dann tatsächlich fast wie so ein Recherchetool eigentlich gelistet. Und dort hat man sehr einfache Möglichkeiten, nach bestimmten Themen zu suchen oder bestimmte Themen und Anführungszeichen am Radar zu haben und die zu abonnieren. Und wenn man das einmal versucht, ein paar Tage bei bestimmten Themen zu machen, merkt man erst, wie dicht eigentlich die Informationen sind, die dort drinnen sind und wie viel über bestimmte Themen, die vor allem auch den Bildungsbereich betreffen, auf Twitter kommuniziert wird. Und wie gut die Informationen sind. Also das, denke ich mal, ist etwas, was vor allem in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, dass diese Qualität der Informationen, die ich dort kriege, sehr, sehr stark zugenommen hat. Und im Gegensatz zu Amerika, weil ja so Plattformen immer auch ein Stück weit länderspezifische Ausprägungen haben, ist bei uns Twitter ein richtig ernstes Medium eigentlich. Ja? Da sind dann so Leute wie der David und ich drinnen, die ernst schauen haben. Ja, übrigens auch die Geburt des royalen Babys ist auch zuerst auf Twitter heute bekannt gegeben worden. Bevor es in echt war. Bevor es in Wirklichkeit da war, möglicherweise, ja. Und natürlich wird auch über den EBMOOC getwittert. Ja, also unter dem Hashtag EBMOOC 18 kann man ein bisschen was nachlesen. Ja, Josef hier hat, glaube ich, eine recht kritische Meinung. Er meint, irgendwann wird es ein tolles Alleinstellungsmerkmal sein, nicht auf Facebook zu sein, denn irgendwie erinnert mich dieses unbedingt dabei sein an einen übervölkerten Vogelfelsen irgendwo im Norden. Mhm. Was meinst du, Peter? Ja, irgendwann wird nicht dabei sein, wichtiger als dabei zu sein?
Das ist, hängt, denke ich mal, ganz von den persönlichen Präferenzen ab. Ich könnte es mir momentan nicht vorstellen, nicht dabei zu sein, weil es einfach wichtige, in den Themenfeldern, wo ich unterwegs bin, eine wichtige Informations- und Kommunikationsquelle ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist einer der vielen Vögel da oben auf dem Felsen, kann man es auch abdrehen, ohne dass wahrscheinlich was passiert. Also ich denke mal, die Frage ist eine ganz persönliche Frage und kann man gar nicht so verallgemeinern. Es kann, also momentan habe ich noch nicht den Eindruck, dass man dass so viel kommuniziert wird, dass wir von allem nichts mehr begreifen, sondern den Eindruck, wenn man sich mit den Medien gut auseinandersetzt und die Funktionsweisen kennt und die, die Muster drinnen kennt, wie sie funktionieren, dann kann man gut profitieren. Aber es könnte natürlich einmal der Punkt kommen, dass so viel Gezwitscher ist, dass wir nichts mehr begreifen. Obwohl, das war wahrscheinlich bei den Büchern so also damals. Ich glaube, Annette, wenn wir die Frage beantworten wollen, kann man ein Thema auch selbst lancieren, dann müsste das wahrscheinlich nochmal ein bisschen spezifiziert werden. Also eigene Artikel darf man ja üblicherweise überall verbreiten, wenn man selbst das Urheberrecht noch nicht irgendwie an einen Verlag oder so zum Teil dann abgetreten hat. Ist auch eine gute Möglichkeit, zum Beispiel eigene Artikel in Blogs zu verbreiten oder Links zu Veranstaltungen, die auf der Website sind, entsprechend zu verbreiten. Genau, das Aussortieren, denke ich mal, das mache ich in regelmäßigen Abständen. Es gibt ja so diese Einschätzung, man könne ungefähr 350, glaube ich, ist die Zahl Follower gut folgen. Dann wird's kommt aber auch darauf an, wie viel die switchern. Gut, ich meine, wir runden dann auch bald mal unser Social Media Thema ab. Ich meine, was gibt es denn vielleicht noch für wichtige Anliegen, die wir möglicherweise auch im Chat ist ja doch einiges passiert unter Umständen übersehen haben oder dann nochmal schnell durchzuscrollen. Was sollten wir noch ansprechen? Was mir auffällt, ist, dass man jetzt doch eher so über den Umgang mit den sozialen Medien in Lerngruppen oder mit Lernenden jetzt auch im Chat nebenbei diskutiert haben und über den individuellen Umgang, dass man aber da in der Abstimmung den größten Balken haben bei Social Media Strategie für Bildungseinrichtungen. Mhm. Da frage ich mich jetzt eben, ob damit jetzt wirklich auch dieses Interesse schon abgedeckt ist oder ob da nicht gerade in diesem Bereich Social Media Strategie für Bildungseinrichtungen noch ein paar offene Fragen herumschwirren, die einfach noch nicht im Chat konkret gestellt worden sind. Ob es da noch was gibt, was du vielleicht auch noch also wie man aus sowas deiner angehen. Praxis erzählen magst. Ich fange einfach mal an zu erzählen und schaue, ob sich im Chat irgendwas dann tut. Diese Social Media Strategie meint eine tatsächlich gemeinsame oder im Führungsteam beschlossene, weil Kommunikation ist Führungsaufgabe und nicht Aufgabe von Praktikantinnen und Praktikanten. Das ist immer so der erste spannende Punkt, wenn ich als Organisationsentwickler irgendwo bin, dass ich das Gefühl habe, es sitzen mir oft die Menschen gegenüber, die dann keine Entscheidungsbefugnis haben und die das dann gegenüber einer Führungskraft argumentieren müssen. Für mich ist immer wichtig, dass die Führungskräfte, also die Menschen, die die Organisation betreiben, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass die posten müssen, aber dass die sich grundsätzlich damit auseinandersetzen müssen, was das für sie heißt. Und der erste und wichtige Punkt heißt, nach einer Recherche sich zu überlegen, wofür setze ich soziale Medien in meinem Unternehmen ein, also was ist das Ziel. Und das nicht irgendwie mit der großen Euphorie zu beginnen, wir haben jetzt auch Facebook oder wir sind jetzt auch bei Twitter und die Ziele werden wir schon irgendwann haben, sondern im besten Falle eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den möglichen Zielen, warum nutze ich soziale Medien, und da ist das geringste Ziel, damit wir dabei sind, natürlich auch legitim. Ja, aber Auseinandersetzung mit den Zielen, dann eine Auseinandersetzung mit möglichen Inhalten, die ich als Unternehmen in sozialen Medien posten kann, und eine Auseinandersetzung über die Zielgruppen, die ich über soziale Medien gerne erreichen würde. Ja, das ist so
eigentlich drei spannen, nämlich Inhalte, Zielgruppe, Ziele. Wenn man sich damit auseinandersetzt, bringt das viel, viel mehr Klarheit ins System, als wenn man einfach sagt, ab morgen gibt es eine Facebook-Seite meines Unternehmens. Und ich rate, diese Dinge in einer Kurzstrategie zu verschriftlichen. Kurzstrategie heißt, es muss kein Riesenpapier sein, sondern das kriegt man auch auf 5 Seiten unter, wo verschriftlicht wird, warum die Organisation in sozialen Medien ist, wo sie hinschauen muss, welche Risiken drinnen sind, wie auch dann die Umsetzung geregelt wird, was passiert, wenn bestimmte Dinge aus dem Ruder laufen und so weiter. Also diese soziale Medienstrategie im besten Falle gemeinsam entwickelt, ist aus meiner Sicht so der Garant dafür, dass das Thema bleibt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dass die Wirkung im optimalsten Falle eine ist, mit der man zufrieden ist. Macht man das nicht, ist es oft auch ein nettes Hobby, wo man dann Menschen beschäftigt und sagt, ihr müsst 4 Stunden irgendwas posten und dann freuen sich die nicht übers Posten und die Menschen auch nicht über den Erfolg und die Kunden auch nicht über Dinge, die dort drinnen sind. Also aus meiner Sicht ist sozusagen diese Entwicklung einer Social Media Strategie mit allen Kontroversen und mit dem Ausloten aller Risikobereiche so die Basis für die Umsetzung. Bist du denn da, darf ich eine Frage dazu stellen, Peter, bist du da, wenn du sagst, es muss sozusagen entweder dieses Feuer da sein, diese Leidenschaft da sein oder nicht, und oft ist es halt nur das Dazugehören, erlebst du das in deiner Beratungspraxis mit Trägern, mit Einrichtungen auch, dass dieses Feuer dann irgendwo auftaucht, dass die irgendwas finden für sich, wo sie sagen, okay, da ist jetzt nicht nur mehr das Müssen oder Sollen, sondern da ist jetzt ein Funke entzündet worden, also und wenn, wo und wann, also wo passiert sowas? Was machst du dafür? Also im Grunde mit der Beschäftigung passiert meistens ein Spüren, wo und wie kann man das als Organisation an Nutzen bringen. Im Trockentraining, also im Lesen von Büchern und im keine Ahnung, im Theoretisieren von dem Thema passiert selten was wirklich Befeuerndes. Aber wenn man das mal ausprobiert und schaut, auch, welche Dynamiken da drinnen möglich ist und wenn man ein bisschen spürt, welche Nutzen es geben kann, gut in Austausch bleibt zu dem Thema, erste Erfolge verbuchen kann, ja, weil jemand sagt, ich habe euch gefunden unter, keine Ahnung, oder ihr habt das, euer wunderbares Bildungsprogramm wurde mir plötzlich in sozialen Medien zugestellt und jetzt habe ich das erste Mal erkannt, dass es tolle Sachen da gibt, dann kriegt das ein bisschen an Tour. Also man braucht so erste Erfolgserlebnisse und die entstehen halt nicht, wenn man nur sich theoretisch mit etwas auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich lerne jetzt schwimmen und mache das theoretisch, dann verliere ich wahrscheinlich auch schnell die Freude und wenn ich dann irgendwann die ersten 5 Meter über Wasser mich halten kann, dann kriege ich das ein bisschen. Also ich merke das immer, wenn man sich damit beschäftigt und was ganz, ganz wichtig ist, wenn Führungskräfte Freiräume lassen, dass man was ausprobieren kann und dass auch der eine oder andere Fehler passieren kann. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die dann sagen, ja, hoppala, bitte jedes Posting mit mir absprechen und das ist so der beste Weg, das zu vernichten, bevor es begonnen hat. Also auch vertrauensvoll Freiräume zu geben, auch die Menschen, das sind vor allem auch oft jüngere Menschen, dorthin zu integrieren und zu sagen, das ist eine Spielwiese, da könnt ihr ein Stück weit ausprobieren. Dann entsteht sehr häufiger Dynamik. Ja. Und ich muss als Führungskraft auch loslassen können, das ist ein spannendes Thema zu sagen, da gibt es Menschen, die kennen sich mit dem aus, die machen das vertrauensvoll gut, mit denen setze ich mich einmal im Quartal oder einmal in 2 Wochen zusammen, aber mein Social Media Team funktioniert perfekt und die dürfen auch. Genau, wir haben hier einen Link reingepostet, Tipp von Joachim, auf dem Epale-Blog gibt es eine Diskussion und weitere Infos zu Social Media Strategie für Organisationen in der Erwachsenen- oder Weiterbildung. Birgit, was ist das Epale-Plattform und Blog? Das kannst du sicher gut beantworten. Die elektronische Plattform für die Erwachsenenbildung in Europa, also das Portal, das
international was Ähnliches versucht wie Erwachsenenbildung.at seit vielen Jahren in Österreich schon macht und jetzt einfach international diesen Austausch befördert, der zwischen Erwachsenenbildungseinrichtungen sehr wichtig und hilfreich ist, Austausch zur Partnersuche, Austausch von Ressourcen, von Terminen, von Informationen zu allem Möglichen, vor allem für Projektpartnerschaften ist es, denke ich, für viele Einrichtungen sehr interessant. Und dort findet man einfach Ressourcen in vielen Sprachen zu vielen Themen, also auf vielen Ebenen der Erwachsenenbildung, die sehr nützlich sind. Es gibt Blogdiskussionen zu interessanten Dingen. Gut. Super, wir haben jetzt noch, ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte noch sagen, wir haben, ja, bitte. Einen Punkt auf, den ich unterstreichen möchte, dieses, wir sind nicht Fachleute und dürfen niemanden beauftragen, ja, das wär ganz, ganz wichtig, sozusagen auch im Bildungsbereich Menschen zu haben, die auch strategische Unternehmen beraten können. Und es sind nicht notgedrungen externe Marketing-Spezialisten, sage ich jetzt mal dazu. Sondern viel, viel wichtiger als das Marketing-Know-how in dem Social-Media-Thema ist das Verständnis von einer Organisation und das Verständnis von Kommunikation und Funktionieren von digitalen Medien. Also möglicherweise ist das, ich würde vermuten, ein Themenfeld da, ja, also, sorry. Gut. Bald ist es 18 Uhr, in 6 Minuten sogar schon. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Anmerkung im Chat zu heute. Also wir haben eine Reihe von Tools besprochen, wir haben alternative Tools auch vorgestellt oder Plattformen, wo man alternative Tools findet. Wir haben gesprochen über den Einsatz von Social Media für Bildung, aber auch für die Bewerbung von Bildungsangeboten, für Kommunikation mit Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielleicht was auch so schön ist, finde ich, an Social Media Kurskommunikation, die Moodle-Kurse, die machen für mich irgendwie nach Kursende zu. Ja, da ist irgendwie, da schaue ich nicht mehr rein. Aber wenn sich irgendwie eine wo auch immer, Online-Gruppe gebildet hat, dann bleibt es auch nach Kursende irgendwie bestehen und man kann wieder drauf zurückkommen und mit den Leuten in Kontakt bleiben. Das war für mich immer auch eine schöne Sache. Ja, genau. Ich finde super den Hinweis von Joachim. Ich hatte es auch schon angesprochen. Bloggen. Da sind wir weg von Facebook, weg von den anderen kommerziellen Diensten, haben mehr Macht über unsere Daten, haben eigentlich sehr gute Auffindbarkeit und haben auch das, was in Social Media ja auch gut funktioniert, also die Möglichkeit der Vernetzung, der Verlinkung, der Kommentierung. Sascha Lober hat das, glaube ich, schon 2014 ausgerufen, das Zeitalter der Blogs. Ja, und hier auf Blogwerkstatt-Info eine Anleitung, wie startet man ein Weblog. Und was kann man damit alles tun? Also das gehört irgendwie dazu. Wenn wir über Social Media in der Erwachsenenbildung sprechen, dann ist Blog ein ganz wichtiger Bestandteil. Birgit und Wilfried, wollt ihr noch das eine oder andere ergänzen, bevor es dann zum Bier geht, wie Josef hier schreibt? Also aus meiner Sicht, ich möchte einfach Danke sagen, ich fand das auch einen ganz tollen Austausch, tolles Webinar. Wir werden diesmal wieder unser übliches Fade-out machen mit Einschalten aller Kameras, werden aber nur in etwa 5 Minuten dabei sein oder so und uns dann selber ein bisschen früher zurückziehen. Schauen, wie sehr es möglich ist, euch alle noch zu sehen, viele von euch zu sehen und euch sozusagen wieder zuzuwinken.
Und natürlich gibt es in Kürze die Aufzeichnung und auch das Chatprotokoll. Und das nächste Webinar gibt es am 8. Mai, wieder um 16.30 Uhr. Was wird da der Schwerpunkt sein? Entschuldigung, die nächste Einheit wird ja schon übermorgen freigeschaltet, also das wird wieder ein sehr interessantes, spannendes Webinar. Alle, die jetzt sich freuen auf noch mehr kleine Tools oder die sich freuen auf Lernmanagementsystem ohne Sicherheitsprobleme oder Bedenken, die sind in der nächsten Einheit gut bedient. Und beim nächsten Webinar gibt es natürlich dann auch die Diskussionen und die Infos dazu. Und offene Bildungsressourcen ist dann so unser übernächstes Thema. Das wird dann auch nochmal sicher sein, im Webinar genau darauf einzugehen, weil da werden dann auch Lösungen für unsere Probleme mit dem Urheberrecht sichtbar, die uns ja jetzt sehr beschäftigen. Gut, ja, ich glaube, das war eine feine Abrundung. Danke an alle, die dabei waren und eifrig mitdiskutiert haben, Fragen gestellt haben, gute Tipps weitergegeben haben. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Gesichter wir heute schaffen. Auf Wiedersehen, auf Wiederlesen. Ah ja, Kinder dürfen auch mitmachen. Hallo Herbert. Ich bin so ein visueller Typ, bei mir hört die Freude nie auf, wenn ich dann am Schluss wirklich alle viele sehe von denen, die dabei waren. Ja, schönen Nachmittag, Abend noch, viel Spaß im Biergarten. Schön, oder wo auch immer. Tschüss, Papa. An der Stelle auch nochmal ein Danke an den Andreas Ili von OnCampus, deren Raum wir hier für das Webinar benutzen durften und wo diesmal alles klaglos gelaufen ist. Danke, dass du unser Backup warst für mögliche technische Probleme, die heute ausgeblieben sind. Danke. Und euch am Podium nochmal ganz herzlichen Dank und unseren beiden Kolleginnen Lucia und Martina, die so wunderbar im Chat serviciert und mitgeholfen haben und uns unterstützt haben. Sehr gerne.